Servus, meine Haschall. Da sind wir wieder in Final Fantasy XIV. Coraphael sitzt noch genau da rum, wo ich sie abgeliefert habe. Finde ich lustig. Hier sind Errungenschaften heute aufgeplöppt. Ich habe sie noch nicht angeklickt, weil ich nicht weiß, was es ist. Also gucken wir uns das mal an. Zwei Fäuste für Eorzea. Kriegerdaten werden ermittelt. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Was das für eine Liste ist. Ah! Ah, okay. Erfahrungsstufe 20 als Faustkämpfer wurde erreicht. Ah, das sind so irgendwas. Also eben Errungenschaften, klar. Logisch. Okay. Ich muss Level 20 erreichen als Faustkämpfer. Gut. Und Geschichtenerzähler? Was ist das? Aufträge. Aha. Mau, mau. Hallöchen. 30 Aufträge erfolgreich abgeschlossen. Ah, verstehe. Oh, verstehe. Okay. Okay, ja, keine Ahnung. Brauche ich jetzt nicht. So, das brauchen wir auch nicht. Nein, das brauchen wir auch nicht. So. Stimmen der Wüste. Da gehen wir später hin mit Eleonora am Luftschiff-Landeplatz sprechen. Das werde ich heute wahrscheinlich auch machen, aber ich habe heute ein paar Dinge vor. Und zwar möchte ich heute die Schickimicki-Sachen freischalten. Und zwar möchte ich meine Kostüme einfärben können. Dazu muss ich eine Quest machen. Und ich möchte mein Transmog aktivieren, also Projektionen, dass ich andere Outfits über mein Outfit legen kann. Das ist zumindest heute mein Plan. Kosmetikerin kann ich noch nicht freischalten, weil die werde ich erst in Limsa treffen. Limsa Limonsa oder wie das heißt. Freibriefe würde ich auch ein paar mitnehmen. Also wir rennen heute ein bisschen durch die Gegend. Das ist mein Plan. So, also schauen wir mal, was Eustache alles da hat. Sei gegrüßt, Abenteurerin. Ich bin für das Austeilen von Freibriefen zuständig. Gut. Guten Abend, Chat. Gefechterlasse, Sammelerlasse, Fertigungserlasse, genauere Erklärungen. Leck mich doch, ich habe keine Ahnung. Das Gefechterlasse. So, heute Ulda, morgen die Welt. Okay. Peiste. Ah, ich soll Peiste klatschen. Vermutlich. Mal gucken. Ja. Zeitlimit. 20 Minuten. Was muss ich ziehen? Den Freibrief ins westliche Tanalan bringen. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Ich soll innerhalb von 20 Minuten das ins westliche Tanalan bringen. Ins Horizont. Das trifft sich gut. Ich will nämlich eh ins westliche Tanalan. Jetzt guck mal, was wir hier haben. Aha. Auch ins westliche Tanalan bringen. Auch ins Horizont, auch in 20 Minuten. Auftrag der berauschte Hirsch. Aha. Kobolosse verfüttert. Gleich annehmen. Okay. Ah, verstehe. Okay. Ja. Aber wir müssen eh ins westliche Tralala. Weil da müssen wir zum Sonnenwind. Jetzt ist wieder die Frage, wo ist das westliche Tralala? Wo ist meine Karte? Die werde ich nie finden. Die brauche ich jetzt... Doch, da komme ich aber auf die Karte, oder? Oh, leck mich doch, Mann. So. Nein. Blickrichtung. Hallo? Tralala ist witzig. Jetzt will ich gerade was gucken. Ah ja, okay, jetzt ist es so, wie ich es brauche. So, damit komme ich auf die Karte. Das ist auch schön. Da will ich jetzt aber nicht hin. Oh, leck mich doch am Fiedle. Also das mit der Karte werde ich nicht schlagen. So. Okay, wo finde ich jetzt das westliche Tralala? Wir gucken mal, wo wir jetzt da hinkommen. Ich glaube, das ist das neue Sultana-Tor. Ich weiß es nie. Zentrales Talalan. Da will ich nicht hin.
Dann gehe ich da gerade wieder zurück. Ja, Tanalan, es ist nicht schwierig, aber Tralala klingt einfach lustiger. Tanalan. Ich fand es lustig, dass bei dir eben dann so zentral ist, Gridania und so weiter hieß und bei mir ist es halt das Tralala. So. Naltkreuzgang. Ich glaube, ich muss durchs neue Sultanator oder so ähnlich. So, wo ist Westen? Westen, Westen, Westen. Also mit der Karte werde ich hier weiter nach rechts laufen. Danke. Gut, dass ich hier so fleißige Helferchen habe, weil ich bin einfach zu blond. Ja, da ist ja auch Westen. Oh. Das erklärt es vielleicht. Im Schlari, im Schlara, im Schlaraffenland. Nein, im Tralali. Dankeschön. Etherplatz müsste jetzt hier gleich sein. Das ist nämlich jetzt hier unten. Oder auch nicht. Doch, da ist der Ether. Ich habe mich gerade schon Etherit. Etherit, Etherit, Etherit. Da ist das andere. Dann gehen wir da hoch. So. Ach, die Musik ist so schön. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, raus. Genau, neues Sultanator. Das hatte ich richtig im Kopf, dass ich da raus muss. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das auf Anhieb finde. Nicht spoilern, ich will es selber finden. Okay. Hämmerweide. Ich mache heute Kosmetikerjagd. Und dann muss ich zum Sonnenwind. Und jemand hat eine Gruppe gestartet. Das ist aber noch nicht relevant für mich. So. Skorpionentreff. Rüstungshändlerin. Wir laufen einfach mal weiter. Wir werden es finden. Ich möchte es selber suchen. Da wäre gerade wieder was am Laufen. Ich habe so das Gefühl, dass ich da lang muss. Boah, trampelt die heute laut. Also ein Leichtfuß ist die nicht. Entschuldigung. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ich liebe es. Es ist echt hübsch hier, oder? Guckt euch das an, auch selbst bei Nacht. Oh, das habe ich doch gar nicht gesehen. Wow. Kann ich mir unter das Röckchen gucken? Vermutlich schon. Ja, ich kann mir unter das Röckchen gucken. Das machen wir nicht. So, wo ist jetzt der Sonnenwind? Wir gehen mal da lang. Sonnenmücken höre ich schon mal. Matti, wie hast du das mit der Karte gemacht, dass man die Karte öfter sieht? Tut mir auch noch die Nase. So, wo sind wir jetzt? Da gibt es auf jeden Fall jede Menge Quests. Du bist auf Karte gegangen. Wo finde ich die Karte, Mensch? Das ist ja was anderes. Und da kann ich nur eine Blickrichtung wechseln. Wo ist die Karte? Aha, im Menü. Ah, ja, das erklärt's.
Aber jetzt wären wir schon mal im Horizont. Sonnenweg. Dampfdings da. Dampf, Dampf, Dampf. Schokobustelle, Silberwasser. Das kann ich nicht lesen. Wo ist der Sonnenwind? Da ist ein Sonnenweg. Heißt das Sonnenwind? Moment. Nicht weit weg von dem Eingang zum Sonnenwind. Zur Hölle, wo ist der Sonnenwind? Westliches Tralala. Abendrot. Schweigsamer König. Wupsa-Bucht. Chocobo-Stelle. Fraren. Mondsichelbucht. Oh, die Musik ist schön. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Sonnenwind hier sein soll. Ah ja, schön. Danke. Ich brauche das so. Ah, südliches Sultanator. Skorpionentreff, da waren wir. Allergischer Sonnenweg, Morgenrottor, Horizont, Abendrottor. Schweigsamer König, wird nicht besser. Chocobo. Ah, weiter geht nicht. Okay, ich lasse mich doch spoilern. Wo ist der Sonnenwind? Ah, ich kann ja aber auch einfach die Dinger hier angehen, oder? Nein, 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 nein. Da, Ruf des Geldes, nein. Wir schauen einfach mal, was wir hier, wo hier die ganzen Aufgaben sind. Horizont, Fupolo, Waterfall, Auge um Auge. Mischlingsfaktor. Bucht des Abendsterns. Dankeschön. Das ist dann hier. Moment. Da! Genau da will ich hin. Farbenlehre. Ach, da ist Sonnenwind. Ja, du hast recht. Todesbotin. Gut, dann wissen wir jetzt wenigstens, wo wir hin müssen. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, von wo. Da müssen wir da hinten durch. Okay. Ich sollte mir auch öfter die Karte zu Gemüte führen. Ah, die ist halt so riesig dann. So. Warte mal. Wir uns hier immer nach rechts halten. Was ist das hier gewesen? Okay. Angriff der Killerfische. Das klingt doch auch nach einer Aufgabe für mich. Angriff der Killerfische. Das waren Motten. Riesige mutierte Killerkampfmotten. Karnis, kennst du Salu? Weil nämlich, er hat mir nämlich mal erzählt, dass es sehr viele hilfsbereite Leutchen gibt. Und du scheinst auch zu denen zu gehören. Deswegen frage ich. Ja, genau, Killertomaten! Das waren Motten, nur riesige mutierte Killerkampfmotten. Matti kennt das Zitat. Tralali, tralala. Da werde ich mal ganz kurz was gucken nochmal. Höhle des versunkenen Tempels. Zweites Standbein. Reparaturen. Also das, was ich noch dann auch suche, müsste eigentlich auch hier sein, in dem Bereich. Nee, Salu ist auch jemand, der eben Neulingen hilft. Deswegen frage ich. Ah, ich bin auf jeden Fall richtig. Gut, dann machen wir die Karte jetzt mal weg. Die ist so riesig. So. Dann haben wir es jetzt gleich erstmal hierher geschafft. War ich hier schon mal? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ui. Schön hier. Nein, da waren wir noch nicht. Eindeutig nicht.
Das hätte ich mir gemerkt. Das ist so schön hier. Wow. Das ist schön. Ich muss erstmal dann nach hinten zum Pier. Muss mir das erstmal angucken. Hey, da reitet ein Pferdchen. Oder irgendwas in der Art. Was macht denn der? Ist das schön. Wow. So. Ich habe eine Vermutung, dass du es bist. Sicher bin ich mir nicht. Oh, da ist wieder so eine halbnackte Tänzerin. Huch, was bist du denn? Aber groß andere Sachen gibt es nicht, dann wirst es schon du sein. So, hallö. Ja, Farbenlehre und schöner Schein. Es ist beides hier. Das, was ich machen will, ist beides hier. Fangen wir mal damit an. Svirgeim. Svirgeim möchte dir etwas über das Färben von Ausrüstung erklären. Ja! Oh je, was müssen meine entzündeten Augen heute nicht alles ertragen? Nun schau dich doch mal an. Wo hast du denn diese scheußlichen Lumpen her? Sollte ein nach Gold und Ruhm strebende Abenteurerin nicht besser gekleidet sein? Also ehrlich, ein bisschen Farbe könnte deinem Outfit nicht schaden. Hier ein Tupfen Flieder, dort sanfter dort etwas Safran. Ja, vielleicht ist da noch etwas zu retten. Ich erkläre dir, wie du deine Ausrüstung färben und ihm ihr Schick verleihen kannst. Aber zuerst brauche ich etwas zu trinken. Die trockene Luft ist ja nicht zum Aushalten. Wärst du so nett und bringst mir eine Karaffe Orangensaft? Das ist wirklich sehr liebenswürdig von dir. Du kannst ihn hier in der Bucht des Abendsterns kaufen. Und würdest du dich etwas beeilen? Auch im Schatten ist es unerträglich heiß. Dankeschön. Gut. Dann müssen wir Orangensaft kaufen gehen. Orangensaft. Wo kriege ich hier Orangensaft? Orangensaft, Orangensaft, Orangensaft. Gute Frage, nächste Frage. Verkaufst du Orangensaft? Du hockst da... Nee, du hockst nur einfach rum. Vielleicht da oben in der Taverne? Ist das eine Taverne? Ich weiß es nicht. Ah ja, das sieht schon mal gut. Nein, das ist doch keine Taverne. Wilfried. Nein. Ich glaube, bei dir kriege ich keinen Orangensaft. Da gibt es Chocobos. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wir gucken rein. Das sieht so gut aus. So. Hallo? Nein, ich... Ja, doch. Hallo? Willkommen in unserer kleinen Hafenschenke. Falls du unter Seekrankheit leidest, kannst du dich hier ausruhen, bis der Boden nicht mehr so schwankt. Allerdings hast du nicht viel gewonnen, wenn du dann stattdessen einen Kater hast. Okay. Nein, ich will nicht dich. Nein, nein. Kann ich den da nicht anquatschen? Da komme ich nicht durch. Oh, geht mir der auf den Sack. Den kann ich ja. Ich kann nur die anquatschen. Okay, wir machen es anders. Ja, wo finde ich den jetzt, den blöden Orangensaft? Also, ich kann ihn hier kaufen. In der Bucht des Abendsterns. Aber ich bin noch in der Bucht des Abendsterns. Also hier würde ich normalerweise... Ah, danke schön. Also hier hätte ich jetzt einen gekauft. Einen Orangensaft. Okay, Postbote. Projektionsbedarf. Das ist gut. Den brauche ich später. Okay, das ist auf jeden Fall... Oh, was haben wir hier? Rüstung. Nein, Rüstung ist auch falsch. Vielleicht da? Was bist du? Reparatur. Das klingt auch nicht gut. Wo kaufe ich hier Orangensaft? Das kann doch nicht so schwer sein. Schokoboverleiher. Jetzt rennen wir doch mal da rein. Nein, die will nur Schokobos mir andrehen. Ich meine, ich hätte gern einen.
Wo kauft man denn bitte schon Orangensaft, wenn ich ihn da schenke? Also ganz ehrlich. Ich soll mir Ja, schön, dass du da den Finger drauf zeigst. Ich seh's nicht. Ich bin zu doof. Das wird mir auch irgendwie nicht angezeigt. Ja, ich laufe immer vorbei. Also, sag mir, wo finde ich den? Sag mal, bin ich blond oder blöd? Ach so. Granis ist da. Granis? Okay. Ich finde dich. Ich werde dich finden. Ich will keine Hilfe. Ich finde dich. Da bist du nicht. Da bist du auch nicht. Da bist du. Da. Okay. Bei der Reparatur? Wirklich? Du bist aber schick. Oder bei dem Fuzzi. Jetzt gehen wir mal dahin. Okay. Waren. Tatsache! Die Firma dankt. So. Die Firma dankt. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie ich hier ein Emoji mache. Nein. Hüpfen kann ich. Dankeschön. Du bist hübsch. Alter Verwalter, bist du hübsch. Süß. Gut. Nein. So. Wo bleibt denn meine Karaffe Orangensaft? Also wirklich, da bietet man jemanden an zu helfen. Und das ist nur der Lohn. Worauf wartest du noch? Du brauchst doch nur noch in der Bucht des Abendsterns einzukaufen. Ich verlange ja keine Einhorntränen. Da. Nimm, sauf, erstick dran. Es gibt also doch noch nette Leute. Danke. Ohne eine tägliche Dosis Vitamine leidet meine Haut, musst du wissen. Also fangen wir an. Was deinem Outfit fehlt, ist ein bisschen Farbe. Zum Glück kann ich dir zeigen, wie du deine Ausrüstung selber einfärben kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Farbstoff. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Deine Ausrüstung bleibt die gleiche und du kannst sie so oft färben, wie du willst. Du kannst also fröhlich experimentieren. Ich mag den Namen Pendragon. Denke ich natürlich an König Artus und ich denke natürlich an Hauro aus das wandelnde Schloss. Der heißt nämlich auch Pendragon. Probier es doch gleich mal aus. Denn so wie du jetzt rumläufst, verliert noch jemand, der in Sachen Mode weniger tolerant ist als ich, sein Augenlicht. Und das willst du doch nicht. Gut, was nehmen wir denn? Rosa. Knochenweiß. Eisblau. Färben. Muss ich das aussuchen oder kann ich einfach abschließen? Ah, ich kann alles nehmen. Cool. Ja. So. Färben nun möglich. Yeah, baby. So. Also, du bist nun in der Lage, Gegenstände zu färben. Um einen Ausrüstungsgegenstand zu färben, musst du zunächst einen brauchbaren Farbstoff haben. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Wie stelle ich ihn her? Sobald du über den passenden Farbstoff verfügst, musst du lediglich das Icon Färben in der Kommandoliste auswählen. Du kannst Gegenstände beliebig oft färben. Die Farbe lässt sich wieder entfernen, indem du einen Gegenstand namens Terebinthe verwendest, okay? Gewisse Gegenstände lassen sich erst färben, wenn du einen bestimmten Auftrag abgeschlossen hast. Um welche Aufträge es sich in solchen Fällen handelt, kannst du im Fenster zum Färben unter Bedingungen zum Färben einsehen. Auch das Färben von Bauelementen, Zimmer- und Gartenausstattung ist möglich. Wähle dazu Färben unter Unterkünfte, Hauptmenü Soziales oder färbe die Gegenstände direkt in deinem Inventar, wenn sie sich dort befinden. Gut, wir wollen aber noch weitermachen. Schöner Schein! Zwickrin kann dir beibringen, wie man projiziert und das will ich lernen. Meine Güte, wie du schon wieder aussiehst! Hast du denn beim letzten Mal nicht zugehört? Auch Abenteurer sollten schick gekleidet sein.
Stich und Stoßfest, bequem und beweglich, das ist ja alles schön und gut, aber willst du wegen mangelnden Stils wirklich das Gespött des Schlachtfelds sein? Keine Angst, ich würde nicht nörgeln, wenn das Schicksal mich nicht dazu auserkoren hätte, dir zu helfen. Ich lege auch gern sofort los. Wenn ich mich mit einem Gläschen Saft erfrischt habe, ist nämlich schon wieder schrecklich heiß heute. Also, wenn du nicht länger wie die hinterletzte Abenteurerin rumlaufen willst, dann besorg mir bei Volkslied in der Schenke da vorne etwas zu trinken. Sie kennt meine Vorlieben. Gut, diesmal muss ich in die Schenke. Jut. Diesmal muss ich in die Schenke, diesmal muss ich in die Schenke. Die war halt nackt. So, Volkslied. 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 So. Svirgrim schickt dich, dass sie die Palime nicht selber kaufen kann? Naja, was soll's. Hier ist der Blutorangensaft, den sie neulich so gerne mag. Sag ihr, ich schreib's ihr auf den Deckel. Gut. Schreib's auf meinen Deckel auch. Schenk. Aber nur mal so nebenbei. Die läuft auch wie ein farbliches Desaster rum. Ah, da bist du ja wieder. Hast du was gegen meinen Durst? Sieht auch wieder so aus wie eine Karaffe. Hier, nimm. Sauf. Ah, diese Farbe, die Saroma. Ein edler Tropfen, gerade gut genug für eine Stilikone mit solch formidablen Geschmack wie ich. Dann kann es ja losgehen. Lass mich Klartext reden. Du siehst unmöglich aus. Und ich kann dir den Grund auch gleich nennen. Du benutzt keine Projektionen. Schlimm, dass es solche Leute überhaupt noch gibt. Dabei ist die Sache kinderleicht. Alles, was du brauchst, ist ein Projektionsprisma. Mit dem kannst du das Aussehen eines anderen Kleidungsstücks auf deine angelegte Ausrüstung projizieren. Da es sich dabei um eine optische Täuschung handelt, hast du auf der funktionellen Seite keine Einbußen zu befürchten. Wenn du dich an deinen neuen Stil satt gesehen hast, kannst du entweder einen anderen projizieren oder den Zauber mit einem Endprojizierungskristall aufheben. Wovor ich dir natürlich tunlichst abraten würde, so wie du momentan rumläufst. Jetzt habe ich mir das auch gerade gedacht, vor allem bei Orangensaft und dann gleich so viel. Wenn du dich ein wenig mit der Materie beschäftigst, wirst du die vielen Möglichkeiten entdecken. Kombiniere in aufsehenserregenden Formen, lass deinen modischen kreativ freien Lauf. Vielleicht lade ich dich dann sogar mal auf ein Gläschen Orangensaft ein. Nee, danke schön. Also los jetzt, husch, husch, ins Atelier mit dir. Du und deine modischen Verirrungen haben die Welt lange genug verschandelt. Okay, und ich kriege auch gleich 12 Projektionsprisma. Yeah! Und ein grünes Barett. Projizieren und Projektionsplatte. Jawohl! Ja. Projektionen nun verfügbar. Yeah, Baby. In den Gästezimmern der Herbergen stehen Projektionskommoden bereit, die das Verändern von Ausrüstung ganz einfach machen. Oh. Okay. Benutze das grüne Barett und probiere die Projektion doch einmal aus. Ja. Du kannst das Aussehen eines Ausrüstungsgegenstandes auf einen völlig anderen übertragen, ohne dessen Parameter zu ändern. Wähle dazu Projektionen im Untermenü des Basisgegenstandes, den du mit einem anderen Aussehen überlagern möchtest. Neben dem Basisgegenstand und den Projektionsvorlagen brauchst du auch ein Projektionsprisma als optischen Katalysator. Außerdem kommen als Projektionsvorlagen nur Gegenstände in Frage, die du auch anlegen kannst. Sie müssen deiner Klasse, deinem Volk, deinem Geschlecht und deiner... Der mit neuen Aussehen versehene Gegenstand kann nicht mehr auf dem Markt angeboten und weitergegeben werden und die Projektionsvorlage wird an dich gebunden. Ja, ist recht. So, jetzt will ich nur noch was... Ist recht, Projektionskommode. Benutze die Projektionskommode in den Gästezimmern der Herberge, um das Aussehen deiner Ausrüstung zu verändern. Verwandle Ausrüstungsgegenstände, deren Aussehen dir besonders gefällt, in Projektionen und lege diese in der Kommode ab. Du kannst die abgelegten Projektionen auf Projektionsplatten des Kleidersets zusammenstellen, speichern und auf deine aktuelle Ausrüstung anwenden. Cool. Und ich kann mir hier Projektionsbedarf kaufen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. So, das wollte ich jetzt mal kurz gucken. Ah, ja. Aha. Da brauche ich irgendwelches Zeug dafür. Also so einfach kaufen geht auch nicht.
Da brauche ich irgendwelche Sachen, erforderliche Gegenstände. Okay, verstehe. Das heißt, ich muss doch ein paar Jobs annehmen. Ist recht. Gut. Das waren die zwei Sachen, die ich heute auf jeden Fall erledigt haben wollte. Dann wollte ich in meiner Gilde vorbeigucken. Und da ich ja faul bin, werde ich jetzt mir einfach einen Chocobo leihen. Grüß dich! Hallo? Ha, fesches Fräulein, du siehst ja mächtig müde aus. Wie wär's mit einem kräftigen Reittier? Meinst du dich? Du warst noch nie bei uns. Liege ich richtig? Dann sehe ich mal, auf welche Route ich dich rauslassen kann. Mach mal ganz kurz was anderes. Hier gibt's keinen Stein, den man irgendwie... Also eine Schnellreise hierher ist nicht möglich, ne? Schade. Naja, komm. So, gib her. Ab nach Ulda. Und ja. Ich liebe es. Oh, ich liebe es wirklich. Ah, das war das mit der stattlichen Gesellschaft. Aber ich habe ja jetzt ein bisschen was. Also ich kann mir auf jeden Fall was Gescheites anziehen, wenn ich will. Obwohl das, was ich jetzt gerade anhabe, finde ich eigentlich ganz cool. Aber das wollte ich eben heute freispielen. Dann wollte ich noch zu meinem Meister gehen und gucken, was der mir noch zu erzählen hat. Und dann wäre ich eigentlich schon so ziemlich bereit, dahin zu gehen und Matti zu treffen in Limsa. Das sind die beiden Nebenquests hier gewesen, die ich machen will. Irgendwas anderes wollte ich auch noch, aber ich hab's vergessen. Matti, weißt du, was ich noch wollte? Ja, ich bin ja eine Pflaume, ich könnte ja auch einfach bei dir nachgucken. Ich weiß es nicht, ich werde es sehen. Ich bin gerade am Lesen, deswegen bin ich gerade ein bisschen schweigsam. So. Okay. Nee, okay, das war das, was ich machen wollte. Also hier noch, auf jeden Fall. Weil Kosmetika ist ja woanders, das ist Limsa. Ja, ich weiß, deswegen muss ich ja nach Limsa kommen. Aber ich muss aber noch zu meinem Meister, ob der noch ein paar Aufträge für mich hat. So. Hat er sich einfach aufgelöst. Sauerei. Aber die zwei Quests habe ich schon mal. Hahaha. Die waren schneller, als ich dachte. Ich habe gedacht, jetzt muss ich noch von A-Hörnchen nach B-Hörnchen rennen. Rennen. Hallo? Bin ich eigentlich zu laut? Mir wird dauernd gesagt, ich wäre so unglaublich laut. Da, ich wusste doch, bei dem habe ich noch ein bisschen was zu tun, bei Harmon. Hey, Harmon! Guildmeister Harmon möchte dich die Grundlagen der Kombos lehren. Hust! Stufe 5! Hust! Da bin ich schon ein bisschen weiter. Ich kenne das mit den Kombos schon, aber okay! Aha, du hast fleißig trainiert, Korafei. Ja, das sehe ich an der Leichtigkeit deiner Schritte und der Stärke in deinen Fäusten. Ich nehme an, du bist bereit für die nächste Lektion. Aber bevor wir anfangen, solltest du dich erstmal aufwärmen. Zu diesem Zweck habe ich ein paar Gil in Ulda verstreut. Ich möchte, dass du durch die Stadt läufst und sie aufsammelst. Das ist mein Geld, das da draußen rumliegt. Also streng dich lieber so an, als hättest du eine Meute Almalja auf den Fersen. Oder besser ausgedrückt, du solltest sprinten! Natürlich kannst du das nicht endlos tun. Dein Körper muss sich nach einer gewissen Zeit erstmal wieder erholen. Das mag trivial klingen, aber ich erzähle dir, wie gelaufen.
glaube, einmal liegt hier unten Geld. Daran erinnere ich mich. Da ist Geld. So. Einmal. Ah, das wird mir sogar auf der Karte angezeigt. Das ist ein... So, ein paar Stellen weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Stellen. Ah, 5 Stellen brauche ich. Okay. Hier noch ein zweiter. Hier. War das hier? Nein, das war da in der Mitte. Daran erinnere ich mich. Oder auch nicht. Irgendwo war das mit dem Geld. Hier muss das jetzt irgendwo sein. Wo hat der sein Geld? Oh, jetzt renne ich dran vorbei. Wo liegt ihm sein Geld? Hier muss es irgendwo liegen. Seht ihr was leuchten? Bin ich bescheuert? Ah, da! Oh Gott! So. Und da muss auch noch was sein. Da ist ja noch so viel Geld. Junge, kannst du auf den Scheiß nicht aufpassen? Also. Hä? Aber heute habe ich gutes Internet. Oh. Also da sehe ich kein Geld. Moment, so wie... Ach, da liegt was rum. Da soll Geld rumliegen. Nein, das ist was anderes. So. Wo hat der das Geld hingelegt? Oh, Junge. Ich schau direkt drauf und sehe es nicht. Also, es ist überall pixelig geworden. Hm. Okay. Dann würde ich mal ganz kurz den Stream unterbrechen und komme gleich wieder. Ich mache einmal ganz kurz Internet neu laden. Okay? Weil das geht ja gar nicht. Ich bin gleich wieder da. Dauert etwa 5 Minuten. Ist das okay für euch? Dann stelle ich mich jetzt einfach mal kurz hier an die Wand. Und würde den Stream ganz kurz unterbrechen und lasse mein Internet einfach nochmal neu laden. Weil das kann halt nicht sein. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Servus. Servus, ihr Haschall. Ich muss gerade testen, ob mein Spiel funktioniert. Weil ich glaube, ich kann nicht streamen. Doch, jetzt läuft's wieder. Oh, willst du mich verarschen? Hallo zurück. Also gerade eben, ich war jetzt schon auf der Suche nach dem restlichen Geld. Und dann kam mir es irgendwie komisch vor, dass ihr nicht online kamt. Ich so, hä, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich nachgeguckt. Ich laber und laber. Und hier läuft die Zeit. Aber nein. Nein, natürlich nicht. Ging nicht. Twitch hat es nicht akzeptiert. Egal, jetzt läuft es ja wieder. Weil ich war nämlich schon auf der Jagd nach dem nächsten Geldsack. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Also von dem her, alles gut. Ich weiß bloß jetzt, in welche Richtung... Okay, das ist schön, weil ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, ich hoffe, dass es jetzt wieder läuft. Und da ist es jetzt. Ah, guck mal, jetzt finde ich es gleich. So, gib mir das Geld. Manchmal muss man den ganzen Scheiß einfach neu starten, dann läuft es wieder. So. Yeah! Wuhu! Okay.
Ich wollte mal kurz auf die Karte gucken. Karte? Wo ich jetzt hin muss. Aha. Hier muss noch Geld sein und da muss noch Geld sein. Dann müssen wir jetzt in die andere Richtung. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind irgendwo hier. Genau. Und dann laufen wir jetzt in die andere Richtung. Okay. Der kann sich teleportieren. Okay. Was ist das denn? Da hockt einer im Wasser. Ja, warum auch nicht? Ja, das hatte ich schon überlegt, ob ich einen Ätheriten nehme. Aber ich möchte mich ja daran gewöhnen, wie diese Stadt aufgebaut ist. Deswegen renne ich den ganzen Mist. Und ihr müsst halt mit. Weil ich möchte diese Stadt kennenlernen. Und wenn ich immer Ätheriten nutze, dann lerne ich diese Stadt niemals kennen. Ja, ich finde das Laufen irgendwie voll schön. Man entdeckt hier so viele tolle Sachen. Und es ist so liebevoll alles gemacht. Ich meine, irgendwann wird es mir wahrscheinlich auf den Sack gehen und dann werde ich auch teleportieren. Aber momentan finde ich es einfach noch schön. Also ich muss einmal dahin. Und ich muss einmal... Nein, 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 nein. Da lang. Okay. Manchmal muss ich diese scheiß Karte erst blicken. So, in dem Bereich muss wieder Geld rumfliegen. So, wo hat er das wieder hingeschmissen? Ich meine... Ah, da oben. Ich würd generell nirgends Geld rumliegen lassen, aber gut. Wenn der Harmon meint... Zack. Dass er Geld rumfliegen lassen muss. So, jetzt muss ich gucken. Nochmal auf die Karte schauen. Tanala, tralala. Ah, ich muss reingehen. Okay, dann muss ich den Weg wieder zurück. Ich will auch ein Vögelchen. Einfach irgendein Viech, was mir nachläuft, wäre doch schon mal schön. Matti hat ja ihren Baby-Bahamot. So. Echt? Du hast aber jetzt schon einen und ich bin ja jetzt eigentlich schon weiter wie du. Wie im Luftschiff. Oh, komm. Das liegt mit Sicherheit irgendwo in der Ecke. Was soll ich denn mit einem Spielzeugluftschiff? Ich will ein Viech. Naja, ist besser als gar nichts. So, das haben wir. Jetzt gehen wir wieder zu Harmon. Ich finde die Bibliothek cool. Allerdings ist der da gruselig. So. Und jetzt benutzen wir eine Stadt Ätheriten. Einfach mal aus Just for Fun. So. Geh mal hin. Oh, das ist keine Bibliothek. Es sieht immer aus wie eine Bibliothek. Was ist denn das dann? Wenn ich mal so doof fragen darf. Irgendwer will mal ein... Will irgendwie mal einen Liebesbrief verschickt haben, also dass ich den zustelle, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. So, hallo Harmon. Das sind meine Gilder draußen, Mädel. Du solltest dich beeilen, sie aufzusammeln, bevor es jemand anderes tut. Nimm dein Geld. Hier. Ach so, okay. 500 Geld, Donnerwetter, das reicht ja um eine ganze Woche lang. Ich meine, gut gemacht, Koraphee. Nun, da du aufgewärmt bist, können wir mit deiner Lektion beginnen. Genau genommen handelt es sich eher um eine Prüfung. Im westlichen Tanalan, direkt beim Skorpiondreff, findest du 4 große Steine, die als Prüfungssteine bekannt sind. Ich möchte, dass du jeden von ihnen mit deiner Technik Schlag auf Schlag zu Leibe rückst. Die Wucht deiner Schläge wird die darin ruhende Erdhexagonen erwecken, die du besiegen musst. Sollte der Gegner übermächtig und die Angelegenheit zu haarig werden, ist es keine Schande, sich mit einem Sprint in Sicherheit zu bringen. Du mich auch.
Sobald du dich wieder gefasst hast, kannst du dich dann wieder ins Getümmel stürzen. Und denk dran, deine Schläge zwingen den Gegner zu Boden und es ist deine Fußarbeit, die dich auf den Beinen hält. Nun zieh los, Korafei, und viel Glück. Das Ding hab, diese Testen habe ich, Hallöchen zurück. Den habe ich beim ersten Mal total verbockt. Jetzt weiß ich aber schon, was ich da machen muss. So, manche Sachen lernt man dann doch irgendwann mal. Und jetzt weiß ich auch, wo das westliche Tanalan ist. Oder wie ich sage, das westliche Tralala. Also ich mache jetzt noch ein bisschen auf jeden Fall meine Gildenaufgaben, die ich völlig vernachlässigt habe. Hallo, das ist Stufe 5, was ich jetzt gerade mache. Und wo bin ich jetzt? Bei Stufe 18. Ups. Ah, Tarina Firestorm. Firestorm ist auch ein cooler Nachname. Bei Elfquest gibt es eine, die heißt Himmelsfeuerjägerin. Aber das ist dann doch ein bisschen zu kompliziert. Haben wir jetzt hier gerade morgen oder haben wir hier Abend? Aber so von den Grillen her klingt das wie morgen. So. Da ist das irgendwo. Ich will aber diese Schildkröte erst noch in den Hintern treten. Weil ich's kann. Ups, das war ich nicht. So. Ah, okay. Wo siehst du das? Ich habe da Twintania, OZ21.4. Das würde ich echt gerne sehen, wo da die Uhrzeiten sind, aber ich bin da zu blond für. Wenn ich mal blond wäre. So, Prüfungsstein. So, hallo. Setze Schlag auf Schlag gegen den Prüfungsstein an und besiege den Erdhexagonen. Okay, dann wollen wir mal. Hallo? So. Da ist er. So, das war's. Also eben die Ortszeit habe ich. Echt? Wie wechsle ich das durch? Ich habe nur eins hier stehen. Das würde ich gerne durchwechseln. Ich kann da nicht draufklicken. Nee, kann ich nicht. Wahrscheinlich bin ich zu doof dafür. Ach, muss auf den anklicken. So, jetzt. Nee, mit Controller ist nicht. So. Habe ich das jetzt schon geschafft? Dann müssen wir wieder zu Harmon. Hey, Harmon. Oh, ihr seid mir im Weg, Jungs. Geht weg. Nochmal und nochmal. So. Wir haben jetzt so ein bisschen ein Hin- und Hergelaufen heute. Dauernd muss ich zu Harmon. Und Aufgaben erledigen. Aber dafür haben wir es dann irgendwann geschafft. Sasamos 80 Sünden. Ich habe gelernt, dass meine Lieblingskirche zu den 7 Schmerzen Maria heißt. Und seitdem habe ich so ein bisschen bei solchen Namen komische Gefühle. Okay, warte mal. Das will ich jetzt sehen. So.
Charakter. Drittes rotes Icon links. System. Okay. Aha. Ich glaube, ich bin hier falsch. Hier. Jetzt. So. Hood-Elemente. Ja, ich will auf Eosea-Zeit, damit ich weiß, wie viel Zeit in Eosea ist. Da. Ah, da unten. Das ist besser. So. Das brauche ich nicht. Das kann ich auf meiner Uhr angucken. Zack. Anwenden. So. Ah! Dankeschön. Das ist viel besser. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich hin wollte. Da hoch wollte ich. Dankeschön. Weil nämlich, das ist eher, weil ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist in Eosea. Und das brauche ich eher, weil das andere kann ich hier auf meiner Uhr selber lesen. So. Dankeschön, Salu. Jetzt hab ich's. Oh, jetzt juckt mir gerade wie das Öhrchen. Es ist zu warm für Kopfhörer. Eindeutig. Aber ohne Kopfhörer ist auch blöd. Und die Straßen sind wie leer gefegt. Ja, deswegen brauche ich die. Das dachte ich mir nämlich schon. Ach doch. Die laden gerade zu langsam. Die Leute. Hä? Wo sind denn die alle? Haben die Feierabend? Was soll denn das? Gehen wir nochmal raus. Doch, wird mir angezeigt. Der muss da sein. Da ist er auch. Ja, also ich weiß auch nicht, was heute los ist. Normalerweise habe ich keine Probleme. Hexagonen gezeigt. Gut gemacht, Korophäe. Durch das Schlagen auf Stein und Erde hast du unbeugsame Waffen aus deinen Fäusten geschmiedet. Du bist ein unerschöpflicher Quell von Lebenskraft, Korophäe. Ja, genau wie ich in meinen jungen Jahren. Das muss die verheißungsvolle Rekrutin sein, von der ihr mir erzählt habt. Nun, natürlich ist sie verheißungsvoll. Schließlich trainiert sie unter Anleitung der Götterfaust. Was? Inkognita, was ist das? Typisch Meister Hamon. Korophäe, ich glaube, ich habe meine Assistentin noch nicht vorgestellt. Das ist Chuchuto. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich mag zwar Meister Hamons Assistentin sein, aber ich habe noch immer viel zu lernen. Lass uns zusammen danach streben, unsere Kampfkunst zu meistern.
Chuchoto ist der Gilde kurz nach meiner Ernennung zum Meister beigetreten. Sie war meine erste Schülerin, genau genommen. Natürlich gab es da noch eine andere. Lass uns nicht in der Vergangenheit schwelgen, Meister. Wir waren doch gerade dabei, über die rosige Zukunft von Coraphel zu sprechen. Dabei fällt mir ein, habt ihr meine Gil von ihr erhalten? Meine Ausrüstung ist ziemlich mitgenommen und ich brauche die Gil für Reparaturen. Ja, die Zukunft von Coraphel in unserer Gilde ist in der Tat rosig. Wenn sie weiter so fleißig ist, wird sie eines Tages noch die nächste Götterfaust. Trainiere hart und werde stärker. Wenn die Zeit reif ist, habe ich eine weitere Lektion für dich. Boah, Junge. Hustenbonbon. So, jetzt muss ich mir wieder was aussuchen. Die bringen mir nix. Was ist das? Ah. Naja, komm mit dem Geld. Geld ist immer gut. So. Und jetzt kann ich auch gleich das nächste machen. Geldmeister Harmon möchte, dass du dein Wissen über Schlagkombinationen vertiefst. Ah, Coraphel, wie ich sehe, hast du fleißig trainiert. Ja, so langsam forderst du das Raubtier in dir zutage. Ach, förderst, ja egal. In der letzten Lektion hast du die Grundlagen von Schlagkombinationen gelernt. Heute möchte ich, dass du auf diesem Wissen aufbaust. Ich habe 5 Holzpuppen draußen vor der Gilde entlang der Ebene der Händler aufgestellt. Zum Aufwärmen solltest du jeden von ihnen einen Schlag auf Schlag verpassen. Oh, stell dich nicht an den versammelten Zuschauern. Gut. Wo hat er die aufgestellt? Draußen, ne? Das war draußen. So, da, hier. Hallo? Ach, das sind nicht die ich verhauen soll. Wo sind die ich verhauen soll? Da sind sie. Um 1. 2. Ja, Nummer 5. Zack, erledigt. Ich will gar nicht wissen, wie dumm das jetzt gerade aussah. Weil ich glaube, die anderen sehen ja die Holzpuppen nicht und ich hau da einfach drauf rum. So, hi. Du hast es den Holzpuppen gezeigt? Gut, dann können wir jetzt mit deiner Lektion beginnen. Bei deinem ersten Besuch habe ich dir beigebracht, dass es Kombos sind, die den Faustkämpfern ausreichen. Aber man kann nicht einfach eine beliebige Folge von Schlägen aneinander reihen. Es gibt eine gewisse Ordnung der Dinge. Einen natürlichen Fluss von einer Technik zur nächsten. Ja, das weiß ich alles schon, das habe ich schon angewendet. Heute möchte ich, dass du eine der grundlegendsten Kombinationen übst, die ein Faustkämpfer lernen muss. Sie geht in etwa so. Schlag auf Schlag, wahrer Schlag und zum Abschluss Peitschenhieb. So wird nichts und niemand einen schnellen, präzisen Schlägen standhalten. Du wirst einige Gegner zum Trainieren brauchen. Die Quiquiren, die das Rattennest im zentralen Talalan befallen haben, sollten sich gut dafür eignen. Verpass ihnen 3-mal eine Abreibung mit der Technik Peitschenhieb, um diese Lektion abzuschließen. Gut. Peitschenhieb gegen irgendwelche Viecher einsetzen. Hat jemand zugehört, wo die sein sollen? Wir gucken einfach nach. So. Jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. So. Wo sollen die sein? Oh Gott. Okay, damit werde ich nicht klarkommen. Nein. Zack, zack, zack. Hier. So. Okay, zentrales Tralala. Dankeschön. Schön, dass ihr aufpasst. Ich lese das vor und höre nicht zu. Das kann ich sehr gut. Ich will auch einen Falkilein.
Ah, danke schön. Du meinst hier. Okay. Ja, danke schön. Es könnte so einfach sein, wenn man einfach mal zuhört. Aber ich und zuhören. Ah, da fällt mir gerade was ein. Salu, ich habe ein Problem. Ich zeig's dir gleich. Ich habe versucht, gewisse Viecher zu finden und wurde von einer bösen Peiste gerade mal in den Tod geprügelt daraufhin. Als du nicht da warst, war das. Ich sag dir jetzt, welche Viecher das sind, wenn ich jetzt dann gleich wieder auf mein Bestiarium kann. Und du musst mir sagen, wo ich die blöden Viecher finde. So, Moment. Weil ich habe alles andere habe ich gefunden. Nur die da hier, die Goblinräuber nicht. Ja, genau, so ein komisches Viech war das. Alles andere habe ich. Nur eben diese Goblinräuber nicht. Und wenn ich da drauf gehe, da steht, dass ich die eben auf der Hämmerweide finde. Da war ich, westlich des Tanalan, Hämmerweide war ich, habe ich nicht gefunden. Ah, es war ein Alpha-Hammerschnabel. Okay, es war auf jeden Fall irgendwas Großes, was mich plötzlich, wumm, aus dem Nichts. Ich habe das Viech nicht mal kommen sehen. Ich habe nur gemerkt, okay, irgendwas hat mich im Visier. Dachte ich aber, es wäre halt so wie immer so irgendein Viech. Und wumm. Und ich so, okay. Ja, eben, die Goblinräuber suche ich. Und eben westliches Tandalan, Hämmerweide, habe ich sie nicht gefunden. Aber jetzt werde ich erstmal dahin gehen, wo das Schicksal mich hinbestimmt hat. Beziehungsweise Harmon. Ich will einen Chocobo. Oh, das ist super. Danke dir. Weil die blöden Viecher habe ich einfach nicht gefunden. Und auf der Suche danach, wumm, war ich weg. Oh, das ist echt cooler mit der EOCA-Seite. Dann weiß ich endlich mal, wo ich hin muss und wann fahren. Huch! Was war das? Ja? Und jetzt habe ich keine Ahnung, was ich damit machen soll. Kanis, was mache ich jetzt? Hilfe. Ich habe Angst. Da kann ich einfach draufklicken? Nein. Ah, okay. Verstehe. Das sind die Längen und Breiten gerade. Okay, das gucke ich mir nachher an. Ich bin gerade voll erschrocken, ey. Oh. Ihr kennt euch ja alles aus und ich stehe immer da so. Irgendwann kenne ich mich auch in dem Spiel aus. Irgendwann kann ich das, aber es dauert halt noch ein bisschen. Ich habe es ja inzwischen geschafft. Ja. Ich hab's inzwischen geschafft, dass ich Ulda soweit kapiert habe, ne? So. Da sind die Viecher. Na kommt her, ihr hässlichen Kröten. Boah, ihr seid ja wirklich hässlich. Ich sollte erst das machen. Weil ich soll ja 3 Stück mit Peitschenhieb fertig machen. Was ist das? Was ist das da? So, das wär's. Oh, wer will denn jetzt noch Stress mit mir? Komm her. So. Oh, geht mir doch nicht alle auf den Piss hier. So, geht doch. Wieder zu Harmon. Nee, da bin ich nicht drüber gelaufen. Hä, was ist das da drüben? Ein Pferdchen. Süß. Das ist ja ein hübsches Tierchen. Ach, Salu,
du bist es. Grüß dich. Oh, was hast du denn da für ein hübsches Tierchen? Oh, ist das putzig. Oh Gott. Da kommt mein Prinz auf dem weißen Pferd daher. Eieiei. So, willst du mir jetzt zeigen, wo die Kobolde sind? Oder warum stehst du hier so hübsch rum? Oder soll ich erstmal zu Meister Harmon gehen? Alter, das ist so putzig! Okay. Ja, ich mag mit drauf. Ich habe bloß keine Ahnung, wie ich das mache. Ui, ich bin der Gruppe beigetreten. Aha, du kannst in der Gruppe. Aha. Ganz kurz durchlesen. Okay. Das war falsch. Nein, ich will auf dich draufklicken. Das muss ich jetzt erstmal schnallen, ja? Lass mir Zeit. Ich werde es herausfinden. So. Und jetzt? Gruppe sein, dann auf mich klicken, Tandem reiten. Ja? Hallo, kann ich jetzt? Ich kann auf dich... Ich habe auf dich draufgeklickt, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ach so. Lebensleiste. So, Moment. Nein. Oh, ich bin so doof für diese Welt. Nein. Ich will da nicht draufhauen. Nein. Hä? Ja, okay. Moment, lass mir Zeit, lass mir Zeit. Ich werde das rausfinden. Nein. Da kann ich nichts machen. So. Jetzt habe ich auf dich drauf geklickt. Hä? Ja, das macht mich wahnsinnig mit dem Controller gerade. Nein. Nein. Oh, ich habe aber gerade die Karte gefunden. Ja. Oh. Ja, Rechtsklick wäre cool jetzt. Nein. Wenn ich wenigstens ein Dings hätte, das ich irgendwie herummache kann. Also. So, Salu. Ja, und jetzt? Alter, ich google das gleich. Das gibt's nicht! Das habe ich schon versucht. So, warte mal. Wenn ich auf ihn draufgehe und dann noch X drücke, geht gar nichts. Und wenn ich... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab's gefunden. Ich frag mich nicht wie, aber ich hab's gefunden. Oh mein Gott, ich hab's gefunden. Es ist, Viereck. Oh, ist das schön. Oh mein Gott, das ist schön. Das ist voll schön. Ich hab Pipi in den Augen. Ist das schön. Oh Gott. Zu dumm zum Spielen mit Joystick, ey. Oh. Guckt euch an, wie schön das ist. Salu ist wirklich so mein Ritter auf dem weißen Ross heute. Eben, ich kann halt auch Leute anwählen und dann mit Emoticons da was machen und das vergesse ich immer. Das geht nämlich ganz schnell. Oh, das ist schön. Guckt euch das an, wie schön. Oh mein Gott, Goblinräuber. Und wie komme ich jetzt hier wieder runter? Jetzt haben wir das andere Problem. Ah, Dankeschön.
Wie kann das jetzt nicht verwenden? Hallo? Ach, weil du die jetzt geschlachtet hast, habe ich jetzt einen Rang aufgenommen. Oh mein Gott, warte mal. Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken hier. Notizbücher, Ethereum. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Okay, da weiß ich sogar die meisten Viecher, wo sie sind. Moment. Cool. Ja, da weiß ich die meisten, wo sie sind. Okay. So. Ja! Ich hab's gefunden. Hey, das ist voll schön, oder? Guckt euch das an, wie schön das ist. Und diese romantische Musik auch noch. Man kommt sich vor, wie so bei Drachenzähmen leicht gemacht, wo Hicks mit Astrid zum ersten Mal auf ohne Zahn da unterm Sternenhimmel fliegt. Dankeschön. Das Absteigen müssen wir noch üben. Oh, jetzt wird sogar reingeritten. Das ist richtig schön. Matti, Richard muss aufpassen. Coraphe ist wankelmütig. Wenn das so weitergeht. Zalu kommt sie da und retten. Das ist echt gefährlich. Danke dir. Dann gehe ich mal meine Aufgabe abgeben. Da lang. Ich danke dir tausendfach. Das war jetzt echt cool. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell das diesmal... Ja, das ist halt sehr schade. Guck! Ah, jetzt hat er geladen. Meister Harmon. Du hast diese Kombination schon einmal gemeistert. Bei den Göttern, Coraphe, du hast wahrlich ein Talent dafür. Nun, ich will ja nicht angeben, aber auch ich kann... Aber auch ich kann einen wahren Sturm aus Schlägen entfesseln. Okay. Aber auch ich kann auch... Das ist irgendwie komisch. Okay. Ein anderer Mount. Naja, ich würde es dir ja gerne vorführen, aber... Ich will dabei wohl die ganze Gilde zerlegen. Habe ich recht, Meister Harmon? Ja, der Gildenmeister neigt dazu, uns mit bescheidenen Geschichten seiner Großtaten zu erfreuen, aber er lässt sich nie zu einer Demonstration hinreißen. Zu seinen Lieblingsgeschichten gehört sein Sieg über den berüchtigten Marodeur Breitaxt. Ja, der ist absolut unvergesslich. Aber Meister Harmons Bescheidenheit mal beiseite gestellt. Deine Fortschritte sind wahrhaft erstaunlich, Coraphe. Wenn ich nicht aufpasse, übertriffst du mich vielleicht schon in ein paar Monaten. Ich will ihre Klamotte haben. Behalte es für dich, aber Chuchutu ist in letzter Zeit ziemlich bedrückt. Es begann, als ihr engster Freund in der Gilde plötzlich verschwand. Sein Name ist Rurukuta. Und Chuchutu und er sind zusammen in die Gilde eingetreten. Ja, hattest du mal gesagt, dass du so viele hast. Ihre Eltern waren Flüchtlinge, musst du wissen. Kurz nach meiner Ernennung zum Gildenmeister habe ich sie auf der Straße gefunden, verlassen und halb verhungert. Ich tat, was jeder anständige Mann getan hätte. Ich nahm sie bei mir auf und versorgte sie mit allem, was sie brauchten. Nachdem sie sich erholt hatten, äußerten sie den Wunsch, ein Faustkämpfer wie ich zu werden. Und so trainierte ich sie. Seitdem waren sie sowohl Freunde als auch Rivalen und unterstützten sich stets gegenseitig. Wo könnte Rurukuta nur hingegangen sein? Aber wir haben ja über dich gesprochen, Coraphe. Du hast dich als überragendes Mitglied dieser Gilde erwiesen. Trainierst fleißig und lernst schnell. In Anerkennung deiner Bemühungen gestatte ich dir, anderen Gilden beizutreten. Natürlich brauchst du dazu zunächst die Zustimmung des jeweiligen Gildenmeisters. Wenn du Erfüllung im Kampf findest, solltest du es mal bei den Gladiatoren oder Taumaturgen versuchen. Ich will mal Traumaturgen sagen. Steht dir der Sinn nach einer Alternative zum Schädleinschlagen, ist Ulda zudem berühmt für seine Weber, Goldschmiede und Alchemisten.
Als dein Gildenmeister würde ich mich aber natürlich freuen, wenn du den Weg des Faustkampfes weiter beschreitest. Zu einem späteren Zeitpunkt kannst du dann immer noch eine andere Disziplin erlernen. Aber wie auch immer du dich entscheidest, ich wünsche dir alles Gute. Yay! Dann haben wir das. Wechsel in andere Charakterklassen sind nun grundsätzlich möglich. Besuche die Gilden anderer Klassen, um Aufträge zum Erwerben ihrer spezifischen Techniken anzunehmen. Abenteurer können in Eosea mehrere Charakterklassen erlernen. Es ist jedoch empfehlenswert, sich zunächst auf eine Klasse zu konzentrieren und diese zu meistern. Gut, dann wollen wir mal sehen. Nee, das bringt mir nichts. Das bringt mir ein bisschen was. Nee. Huch. Aha. Aha. Oder Geld. Na komm, wir nehmen das da. So, Ausrüstungssets. Klassenwechsel freigeschaltet. Ausrüstungssets. Ah ja. Mittels Ausrüstungssets kannst du verschiedene Kombinationen von Ausrüstung speichern und jederzeit zwischen denen wechseln. Das Pulldown-Menü für Ausrüstungssets befindet sich oben im Charakterfenster. Ja, dieses Feature, bla bla bla. Klassenwechsel, blitzschnell. Ja, ist gut. Oh, der Harmon hat schon wieder was für uns. Hi, Harmon. Stufe 15. Gildmeister Harmon glaubt, dass du bereit für die nächste Lektion bist. Gib her. Willkommen zurück, Koraffe. Es ist an der Zeit für deine nächste Lektion. Nehme ich an. Ich möchte, dass du die Giftkröte bekämpfst, die sich an der Klaue eingenistet haben. Aber täusche dich nicht, Mädel. Diese Kröten sind riesig und haben entsprechend viel Mumm. Doch darum geht's nicht. Vielmehr ist es von Bedeutung, dass du listig vorgehst, um sie zu besiegen. Aufgrund ihres immensen Umfangs können die Kröten ordentlich austeilen. Glücklicherweise tun sie das aber recht unkoordiniert. Also sei geduldig und warte auf eine auf eine gute Gelegenheit. Wenn sich diese bietet, bam, erledige deinen Gegner mit einem schnellen Schlag. Bring mir 5 Stücke Krötenfilet als Beweis für deinen Erfolg. Chuchuto und ich werden am Kohlestaubbahnhof auf dich warten. Dort werden wir die Lektion weiterführen. Gut, dann gehen wir Kröten jagen. Kröten jagen, Kröten jagen. Eine Sadu-Puppe hockt da rum. Kröten jagen. Okay. Zentrales Tralala. Kohlestaubbahnhof. Gut. Dann gehen wir dahin. Zentrales Tralala. Zentrales Tralala. Im Schlari, im Schlara, im Schlaraffenland. Aber weißt du was? Ich bin faul. Ey du, komm mal her. Nein, nicht du. Ich hätte gerne einen Linien-Schokobo. Zum Kohlestaubbahnhof. Jawohl. Ich bin faul. Fett faul. Aber da ist es ja in der Nähe, deswegen denke ich mir, das ist jetzt mal legitim. Also will ich Schokobo reiten. Schokobos. Oh, ist das schön. Guck mal, Sonnenaufgang. Wo ist die Sonne? Da nicht. Da ist die Morgenröte. Da muss es irgendwo sein. Oh, ich bin so hübsch auf einem Chocobo. Hey, das ist auch eigentlich der Grund für Final Fantasy. Ein Chocobo reiten. Oh, das sind ja jede Menge Viecher, die ich noch verhauen muss. Du, Matti, ich glaube, es wird heute noch nichts, dass ich da mit dem Luftschiff reise. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Vistarium und so. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Yay. Zack. Und jetzt muss ich da lang. Also erstmal wieder raus.
Schale Hips. Da hoch muss ich. Kröten, Kröten, wo seid ihr? Mistfliegen, Kröten müssen da lang sein. Ich kann mich erinnern, ich habe die Viecher schon gesehen. Oh, der arme Richard. Da sind noch mehr Ameisen. Ach ja. Die Klaue, da bin ich schon mal richtig. Da hinten sind die fetten Kröten. Ich sehe sie schon. Der arme Richard. Die haben mir nicht mehr viel entgegenzusetzen, die Viecher. Huh, wo kommst du denn her? Komm, du Hessvogel. Ich finde die irgendwie cool, die Kröten. Die sehen aus, als würden sie gleich explodieren, wenn man draufhaut. Wie viel sollte ich davon umbringen? Ah, 5. Da hinten müssen sie noch welche. Hey, Akrofie! So, und da ist die letzte. Oh, da sind noch mehrere. So, das war's. Ups. Der arme Richard. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich voll so... Aber ich kann doch jetzt nicht einfach weitergehen. Ich wollte halt schon noch meine Gilden-Quests machen, bevor ich da richtig loslege. Und mit dir durch die Gegend ziehe. Mal eine kurze Frage hier. Bistarium? Was muss ich denn hier so alles? Okay. Bomber weißt, wo die sind. Die hatte ich auch schon irgendwo gesehen. Oh, da bin ich sogar richtig. Zentrales Tannerland, die Klaue. Und die sind... Genau, westliches Tarnalan. Zentrales Tarnalan. Westliches Tarnalan. Westliches Tarnalan. Alles westliches Tarnalan. Okay. Kohlenstaub. Da bin ich in der Nähe. Da bin ich. Die Klaue, da bin ich gerade. Das ist westliches. Also. Wo sind die Viecher? Klaue. Da bin ich gerade bei der Klaue. Irgendwas galoppiert hier. Mal gucken, ob ich die Kaktoren hier finde, die hier sein sollen. Bei der Klaue. Die sind es nicht. Ameisen, Ameisen, Ameisen. Wo sind die blöden Kaktoren? Ah, da oben. Wenn wir schon da sind, dann machen wir die auch gleich fertig. So, wie sieht's aus? Okay, erledigt. Yeah, baby. Beim Kohlenstaubbahnhof sollen die Ameisen sein, die ich brauche.
Aber Treiberameisensoldaten sind hier auch. Hießen die anders, die Viecher? Ah, Wache. Treiberameisenwache. Jo, ist recht. Viech halt. Ameisen mit zu wenig Beinen. Arbeiter, ich brauche Wache. So, die müssen irgendwo hier sein. Kohlenstaub sind wir. Arbeiter. Da hinten sind Ameisen. Hallo Stein. Nee, ist auch Arbeiter. Arbeiter. Ich brauche Wachen. Da hinten? Arbeiter. Wo sind denn die Wachen? Vielleicht hier? Sind auch Arbeiter? Hat jemand die Wachen gefressen? Hammerschnabel. Auch Arbeiter. Riesenschildkröte, Hammerschnabel. Wo sind die Ameisen, die ich brauche? Mistfliegenwolke. Hammerschnabel. Muss ich wieder aufpassen, dass ich keinen Alpha-Hammerschnabel wieder ärgere, ne? Das kann ich ja so gut. Was trampelt denn da hinter mir rum? Da unten sind noch sind die. Also da ist auf jeden Fall so ein Alpha-Viech. Guck mal, da hinten. Alter, ist das riesig. Ja, das dachte ich zuerst, aber... Alter, das Viech ist ja riesig da hinten. Guck dir das an. Nur Interesse halber, was für eine Stufe hat das? Ich will nur wissen, was für eine Stufe das hat. Ich werde mich mit dem nicht anlegen. Ach so, mit der kann ich... Nestkommandant. Stufe 12, mit dem Ding kann ich mich aber anlegen. Nö, ich gehe jetzt nicht ins Fate. Ja, aber ich war jetzt schon bei den Aggressiven da auf der anderen Seite. Oder meinst du nochmal ganz woanders? Zu der Bucht. Ach, ich werde sie schon finden. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Meister Harmon. Ich weiß, wo du meinst. Da auf der anderen Seite runter, oder? Aber erstmal gehen wir hier zu Meister Harmon und holen uns unsere nächste Quest ab. So, hier. Und? Hast du mir das Krötenfilet besorgt? Da, koch es. Ja, das sieht doch saftig aus. Nun brauche ich nur noch etwas Butter, ein paar Scheiben Sonnenzitrone und eine Prise. Meister? Ja, ich meine beeindruckend, wie du die Giftkröte erledigt hast. Koraphe, im nächsten Teil der Lektion werden wir deine Ausdauer testen, indem... Sie hatten recht! Harmon, die Götterfaust ist tatsächlich hier! Aha, ich kann keinen Fuß vor die Gilde setzen, ohne vom Bewunderer umringt zu werden. Das ist der Preis des Ruhms. Bitte, mein Herr, ich benötige dringend eure legendären Fähigkeiten. Über den Kohlenstaub Bahnhof wird Somnus nach Ulda geschmuggelt. Ich habe es bereits bei den Messeklingen und Eisenschein versucht, aber sie interessieren sich nicht dafür. Somnus? Das ist doch dieses bewusstseinsverändernde Substanz, die aus immer Traumkraut hergestellt wird. Wer sich davon zu viel genehmigt, verfällt in einen ewigen Schlummer. Ein Freund von mir hat genau dieses Schicksal ereilt. Daher möchte ich den Schmuggel ein Ende setzen. Aber ich bin nur ein einfacher Bürger und es gibt nicht viel, was ich ausrichten kann.
Aha, du hast deine Schuldigkeit getan, indem du mich davon in Kenntnis gesetzt hast. So wahr ich Harmon die Götterfaust heiße, werde ich dafür sorgen, dass dieser Schmugglerabschau schneller im Kerker landet, als er bis drei zählen kann. Die 12 mögen euch segnen, werter Herr. Ihr seid wahrlich ein Held. Aha, kleine Planänderung, Korafei. Anstelle des Ausdauertests möchte ich, dass du die Schmuggler ausfindig machst und sie gefangen nimmst. What the fuck? Aber zunächst müssen wir ein paar Informationen sammeln. Shushuto, Korafei, befragt die Leute am Kohlestoffbahnhof. Kehrt zurück, wenn ihr etwas Interessantes erfahren habt. Wie gerne würde ich ihm jetzt sagen, leck mich. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rumfragen. Du suchst nach Somnus-Schmugglern? Ich habe gehört, sie stecken mit Alakran im Bunde, einer Verbindung kaltblütiger Krimineller. Aber Vorsicht, sie handeln niemals allein. Okay. Wer da hinten? Osbert hat noch Infos. Es gibt eine verlassene Quiquirnhöhle westlich der Schenke zum Würfel und Becher. Anständige Leute machen einen großen Bogen um diesen Ort. Wenn ich ein Schmuggler wäre, würde ich mich definitiv dort niederlassen. Mhm. Ein Lalafell mit silbernen Haaren schlich vor kurzem im Bahnhof herum. Er war auf dem Weg nach Westen und hatte verdächtiges Gepäck dabei. Gut. Alakran, ein mögliches Versteck und ein silberhaariger Lalafell? Das gefällt mir gar nicht. Kein bisschen. Immerhin haben wir jetzt einen Anhaltspunkt. Wahrscheinlich operieren die Schmuggler aus der verlassenen Quiquirnhöhle im Westen der Schenke zum Würfel und Becher. Wir werden ihnen dort auflauern. Gut. Dann muss ich mich jetzt wohl auf die Lauer legen. Aber erst wollte ich noch diese Wachen suchen. So. Das waren hier Arbeiter. Da hinten ist noch so eine komische Höhle. Vielleicht sind da Wachen. Wir gehen da mal gucken. Arbeiter. Und wir passen auf, dass wir nicht wieder einem Alpha begegnen. Kein Bock drauf. Woanders hin. Was zur Hölle ist das da oben? Amalja-Aufspießer. Okay, Junge. Was ist das da hinten? Oh, da ist aber unsere Quest. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt hierher gelaufen sind. Scheinbar. Ah, nee, das ist was anderes. Aber ist auch eine blaue Quest. Was will der von mir? Ich möchte etwas über die Materia-Extraktion erklären. Materia-Extraktion? Soll ich das machen? Jetzt bin ich hin und her gerissen. Hm? Materia? Materia kenne ich ja. Ach komm, es ist blau. Waffen und Rüstungen, die sich lange im Gebrauch befinden, nehmen einen Teil der Persönlichkeit ihres Besitzers an. Es ist, ob das Material selbst eine Seele hätte. Du glaubst mir nicht? Ich werde es dir beweisen. Es gibt eine Methode, diese Seele in handfeste Eigenschaften eines Gegenstandes zu verwandeln. Materia-Extraktion nennt man das. Damit zieht man Energie aus einem Gegenstand, zu dem man bereits eine hohe emotionale Bindung aufgebaut hat und formt sie zu sogenannter Materia. Mit diesen kristallenen Substanz lässt sich ein Ausrüstungsgegenstand veredeln. Er übernimmt Eigenschaften von der Materia. Wenn es dich interessiert, dann weihe ich dich in die Geheimnisse der Materia-Extraktion ein. Klar, komm, gib her.
Gut, die Seele des ursprünglichen Gegenstandes schlummert nun in der Materie. Man kann sie in einen neuen Gegenstand transferieren und ihn so veredeln. Die Seele von Gegenständen ist so unberechenbar wie die von Lebewesen. Man kann nicht sagen, welche Eigenschaften eine Materie zeigen wird. Die Materie kann nur mit einer besonderen Technik angebracht werden. Wer keine Zeit hat, diese Technik zu erlernen, kann auch einen erfahrenen Handwerker und die Materie-Einsetzer beauftragen, die man in letzter Zeit allerorts findet. Wenn du aber die Technik erlernen möchtest, mit der man Materie anbringt, dann sprich mit Fopas. Die angebrachte Materie kann mit einem Befehl im Untermenü des Ausrüstungsgegenstandes zurückgewonnen werden. Cool. Das ging jetzt schnell. So, Materie aus Gegenständen zu extrahieren. Aha. Materie, die aus einem Gegenstand gewonnen wurde, kann auf einen anderen angebracht werden, um dessen Attribute zu verbessern. Das ist natürlich cool. Um aus einem Ausrüstungsgegenstand Materie zu extrahieren, musst du zunächst eine Bindung zu ihm aufbauen, indem du ihn oft verwendest. Sobald die Bindung zu einem Gegenstand 100% erreicht hat, musst du die Option Materie extrahieren in dessen Untermenü auswählen. Katze, was soll das? Sobald Materie aus einem Gegenstand extrahiert wurde, sinkt seine Bindung auf 1%. Materie kann von Sammlern mit entsprechender Ausbildung oder von Materieeinsetzern in den Städten an einen Ausrüstungsgegenstand angebracht werden. Um eingesetzte Materie zu entfernen, wähle Materie zurückgewinnen im Untermenü des Ausrüstungsgegenstandes aus. Okay, danke. Das kann ich sowieso noch nicht machen und hier bin ich falsch. Also ich muss zum Würfel und zum Becher, das weiß ich jetzt. Und die Wache finde ich gerade nicht. Die blöden Ameisen. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Würfel und Becher. Ich finde nur Arbeiter. Nach Süden bei den Gleisen entlang. Okay, versuche ich. Viel Spaß im Dungeon. So, Richtung Süden, sagt der Herr. Dann machen wir das. So, das sind Arbeiter. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Und die galoppieren hier herum. Aber wir gehen jetzt mal einfach mal durch das Ding hier, hä? Mia Katz ist auch ein süßer Name. Cool. Ah, ist aber Kakteenmulde hier auf der Seite. Ich guck trotzdem mal. Ah, nee, das ist falsch. Nee, nee, ich die Arbeit, die Wache brauche ich. Ich brauche diese Ameisenwache. Ich habe jetzt Arbeiter gefunden. Kommandant habe ich gefunden. Das letzte habe ich jetzt vergessen, wie es hieß. So, da muss ich auf jeden Fall runter. Hups. Hui. Zack. So, da muss ich hier hoch. Machen wir jetzt mal die Quest hier fertig und dann gehen wir nochmal auf die Jagd. Es sei denn, die kommen mir jetzt recht zufällig entgegen. Hammerschnabel. Ja, da würde ich mich auch verstecken. Ah ne, da. Hä? Da unten? Oder wie? Hä? Ist das da unten? Okay, nach Osten. Mache ich gleich. Jetzt muss ich gerade erstmal... Ich bin jetzt da, wo ich mit jemandem quatschen soll. Aber jetzt ist die Frage, ist das hier unten? Oder ist das hier oben? Hm.
Bevor ich runterspringe, gehe ich erstmal oben lang. Das sind auch die Panzerbrecher überall. Nein, da ist es falsch. Da muss ich hier nach unten. Scheinbar. Lehöps. Lehöps. Uff, das hat's geschramst. Lass mich hier durch. So. Ah ja, hier, Zielort. Ja, ist gut. Bei Tal, das ist... Alakranscherge. Wir haben uns wahrlich selbst übertroffen diesmal. Meister Wegfahr wird zufrieden sein. Spar dir die Sprüche. Fass lieber mal mit an. Rurukuta, bist du das wirklich, oder? Lange nicht gesehen, Shushuto, Meister. Du verschwindest aus der Gilde, ohne ein Wort zu sagen, und dann finden wir dich hier, wie du mit diesen Schurken Somnus schmuggelst. Was hat das zu bedeuten? Rurukuta, mein Junge, ich habe dir nicht das Kämpfen beigebracht, damit du eine Last für die Gesellschaft wirst. Auch wenn du mein Schüler bist, musst du doch zur Verantwortung gezogen werden. Chuchuto, Korafei, eure Lektion beginnt. Ergreift die Schmuggler, setzt wenn nötig, Gewalt ein. Gewalt ein, ja, wie auch immer. Ihr da! Kümmert euch um sie! Das sind auch süße Klamotten, was der anhat. Ey, wo wollen die denn hin? Lass die Kleine in Ruhe! Ich glaube, es geht so gut! Götterfaust, heute ist unser Tag. Wenn du weißt, wer ich bin, wirst du wissen, was gut für dich ist. Komm friedlich mit uns mit oder es gibt Ärger. Götterfaust, dass ich nicht lache. Ihr werdet für dumm verkauft, ihr alle. Wer verkauft hier wen für dumm? Wovon um alles in der Welt redest du? Es geschah vor einigen Monaten. Ich ging in die Wildnis, um in der Dunkelheit zu trainieren.
Aus der Ferne sah ich den Meister eine Schenke verlassen. Ich folgte ihm und wollte gerade nach ihm rufen, als ich es sah. Der Meister wurde besiegt. Er wurde besiegt von... Du wirst die Götter vor uns herausfordern. Du hast Mut, das muss ich dir lassen, aber du solltest meine Geduld nicht überstrapazieren. So sei es, Alarm! Meister! Du hast all meine Bewegungen durchschaut, du bist kein gewöhnliches Murmelhörnchen. Autschen! Ich wollte doch nur von spärlich bekleideten Frauen umgeben sein. Wenn meine Zeit gekommen ist, Digga, das ist ja grausam. Meister, was hat das zu bedeuten? Sprecht verdammt! Der Meister wurde besiegt von einem gewöhnlichen Murmelhörnchen. Er hat uns vorgemacht, stark zu sein, aber er hat uns die ganze Zeit über belogen. Ich traue meinen Augen nicht. Warte, bis Meister wegfahr hiervon erfährt. Ja, das ist sehr lustig. Oh, Meister Harmon. Vergebt mir, Chuto, Korafei. Ich wollte euch nicht belügen. Am wenigsten meine Schüler. In meiner gesamten Karriere gab es keinen Feind, den ich nicht bezwingen konnte. Aber das Alter konnte ich nicht überwinden. Meine Stärke, meine Reflexe, meine Ausdauer, selbst mein Kampfeswillen. Alles hat mich verlassen. Restlos. Ich möchte eine Weile allein sein. Ich werde alleine zur Gilde zurückkehren. Mach von nun an was Chuchuto der Auftritt, Korafei. Ja, mit Chuchuto der Faustkämpfer-Gilde sprechen. Dabei steht die hier direkt neben mir. Ja, ist recht, ne? Okay, wir gehen jetzt nach Osten. Ich hab mir das schon gedacht, dass der so ein bisschen ein Schaumschläger ist. Die glorreiche Zeit von Anu leck mich am Arsch ist halt schon lange vergangen. So, dann gehen wir mal nach Osten. Ah, sind doch woanders. Okay, dann muss ich da ja nicht mehr hinlaufen. Oh, hi! Ich lauf dir mal hinterher. Spaß, ey. Sind das jetzt die Wachen? Nee, sind auch Arbeiter? Arbeiter, Mistfliegen. Also hier war ich vorhin schon mal. Da gab es so ein Riesenviech. Ah, hier. Dankeschön. Machen wir kurz hier flott kaputt. Das ist schnell erledigt. Die halten ja auch nichts mehr aus. Die brauche ich nicht, du brauch ich. Hallo? Wieso kannst du nicht schlagen, Madame? Ah, deswegen. Lololo. Ich glaube, das war's. Brauche ich noch jemanden? Ach komm, die da hau ich auch noch kaputt. Wie kann man Ameisen so blöd machen, wenn die noch nicht mal genug Beine haben? Ich glaube, das war's. Moment, ich schau mal kurz ins Bestiarium. Ja, das war's schon mal hier. Der Rest ist dann im westlichen Tralala. Glaube ich zumindest. Moment. So, Bomber, westliches. Riesenschildkröte, auch westliches. Westliches. Alles westliches, tralala. Gut. Dann gehen wir wieder ins Dörferlein.
Okay, es ist eine Stadt. Kommst du mit, Salu? Oder stehst du da weiter rum? Na jo, ich lauf mal vor. Du kommst dann nach. Du bist eh schneller als ich. Dankeschön übrigens. So, dann gehen wir jetzt zu Chuchuto. Moment, wo ist jetzt der Bahnhof hin? Nein, 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 nein. Der ist irgendwo da lang. Ich meine, hier sind ja auch so Schildkröten. Oh, darf ich auch nehmen? Cool, dann nehme ich die. Dann muss ich die gar nicht im Westlichen suchen. So, das war die erste. Und davon bräuchte ich jetzt noch ein paar. Wo sind die restlichen? Ich warte mal kurz, die spawnt ja gleich wieder. Komm, spawne, spawne, Schildkröte, spawne. Hü-hüpf, 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 hü-hüpf. Spawnt die jetzt nicht mehr. Die braucht aber lang zum Spawnen. Huch! Ah, okay, dann gehen wir da lang. Hui! Ups! Ups! Nicht gegen Kack. Oh, hast ein Herzchen gekriegt. Ah ja, danke schön. Hätte ich Salo nicht, der weiß immer, wo alles ist. Andererseits kann ich dann meinen Scheiß nicht selber erarbeiten. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Hammerschnabel. Oh. Ist am Flirten. Ah! Hi! Ach, wie süß. Du wirst mit Herzchen überhäuft. Das Outfit ist auch süß. Ich gehe mal kurz noch ein paar Schildkröten jagen. Falls ich eine finde. Da ist keine. Da ist auch keine. Ist die hinten wieder gespawnt? Ah, die ist wieder gespawnt. Ich gehe mal kurz hier ein paar Schildkröten verhauen. Ihr könnt ja flirten. Ich lese ganz eifrig mit. Ich mag Schildkröten. Ich würde gerne auf der reiten. Ja, flirten ist toll. Du schickst doch Herzchen. Ich drücke immer viel zu früh. So, jetzt gehen wir wieder zu der anderen Schildkröte. Schildkröte, da ist sie wieder. Eigentlich müsste ich ja noch das mit dem Projizieren heute ausprobieren. Wenn ich mir das jetzt schon extra erarbeitet habe. Aber das Outfit, was ich jetzt momentan noch habe, mag ich eigentlich. Andererseits habe ich ja jetzt schon Ausrüstung, die mehr kann. So, dann haben wir das auch geschafft. So. Ach, ihr seid süß. Guck mal, wie süß die sind. Ist ja auch ein Katzerl. Ein niedliches Katzerl. Oh! Erstmal hüpfen. Das mit den Emoticons. Ich weiß, dass das auch schneller geht. Hier, genau. So, Moment. Ja. Probieren wir das mal. Ja, das ist immer das Problem mit den Emoticons. Ihr Süßen! Ich muss weitermachen, auch wenn ich jetzt gerne hier ein bisschen plaudern würde. Aber ich gehe jetzt mal daran. Ich nehme mir jetzt wieder einen Chocobo, weil ich es kann. Hui, und hier hüpf. Und reite wieder in meine Gilde, damit ich das mal so weit hinter mir habe. Wir sehen uns in Ulda, aber ihr könnt euch auch gerne noch ein bisschen hier unterhalten. So, ab nach Ulda. Chocobo reiten!
Oh, die stehen noch da hinten, wie süß. Das hätte ich auch laufen können. Ich kann das bis heute nicht auswendig. Ich werde das auch ewig noch nicht auswendig können. Da komme ich auf die falschen Knöpfe. Wieso habe ich eigentlich so viele Magiepunkte, wenn ich sowieso kein Magier bin? Und so wenig Lebenspunkte. Das ist irgendwie seltsam. Aber gut. Ach so, ja, du machst dir über Tastatur. Ja, ich habe das ein bisschen weniger einfach mit meinem Joystick. So, da. Hopp zur Faust, Kämpfergilde. Matti hat ja jetzt 1000 andere Gilden schon angenommen. Gärtner und so. Also hier müsste ich ja dann eigentlich ja auch rein von der Theorie her zu den Goldschmieden und den Webern. Und ich habe das letzte vergessen. Das, was es halt hier gibt. Aber ich weiß gar nicht, will ich das? Ja, wahrscheinlich muss ich das oder will ich das machen, aber ja. So, Faustkämpfergilde. Hallo, silberne Nessel. Der stehst auch immer hier rum. Da ist jemand neu. So. Frage, was ist hier eigentlich? Nix. So, dann wollen wir mal. Yeah, es hat noch nicht geladen. Dann noch mal raus. Und wieder rein. Sag, was ist denn jetzt schon wieder? Habe ich jetzt schon wieder Pixelwirtschaft? Okay, wir warten einfach mal. Nach und nach kommen die jetzt alle. So, Harmon haben wir schon mal. Aber ich brauche jetzt Chuchuto. Die muss ja auch jetzt gleich hier aufkreuzen. Ach nee, die ist da unten. Hi. Ich habe nachgedacht, Korafei. Der Meister hat uns zwar das Licht geführt, aber er hat es doch immer gut gemeint. Zudem verdanke ich ihm mein Leben. Wenn er mich vor all den Jahren nicht bei sich aufgenommen hätte, wäre ich in der Gosse verendet. Ich könnte ihn niemals hassen. Selbst wenn er nur ein gewöhnlicher alter Mann wäre, würde ich ihn noch immer respektieren. Leider hat er durch die Enthüllung der Wahrheit seinen Lebenssinn verloren. Das Ausbilden, die Trickerei und nicht einmal das Nachjagen von unglückseligen Jungfern bereitet ihm mehr Freude. Ich kann es nicht ertragen, ihn so zu sehen. Ich möchte, dass er sein Selbstbewusstsein zurückgewinnt. Aber dafür muss er zu der alten Stärke gelangen. Hör zu, Korafei. Der Meister hat stets gesagt, dass du ihn an ihn selbst in jüngeren Jahren erinnerst. Wenn du dich weiterhin so schnell entwickelst, entfacht vielleicht dadurch wieder die Leidenschaft in ihm. Daher werde ich dir eine neue Technik beibringen. Eine der Bewegungen, die Meister Harmon zu seinen Zeiten als Götterfaust berühmt machte. Stahlzinnen. Indem du all deine Energie, die du durch Meditation gesammelt hast, auf einen Schlag entfesselt, kannst du deinen Gegner mit der vollen Wucht deiner gesamten Kraft treffen. Mach diese Technik zur eigenen, Korafei, und strebe nach noch mehr Stärke. Wenn Meister Harmon dich das nächste Mal sieht, wird er sicherlich gerührt sein. Okay. So, was kriegen wir denn da? Baumwollhemd. Einen Jägerhut. Juchlederfingerlinge. Juchlederpulenz. Was nehmen wir denn? Was ist das? Was? Erbse. Ihm blauer Farbstoff, ja, leck mich doch. Handschuhe. Hut. Ach, ist eigentlich wurscht, wir nehmen das. So.
Okay. Kommando-Meditation erlernt. Jawollingen. Und sie hat schon wieder was für uns. Ich habe einen Chakra-Balken freigeschaltet. Mit dem Kommando Meditation ist es dir nun möglich, Chakren zu öffnen. Ihre Anzahl wird dir in deinen Chakrenbalken angezeigt. Ihre geballte Energie lässt sich in den mächtigen Kommando Stahlzinnen entfesseln, sobald du alle Chakren geöffnet hast. Okay. Ist recht. Ah nee, sie ist fertig. Und jetzt kann ich hier erstmal nicht weitermachen. In Ordnung. Dann haben wir das hier erstmal soweit. Das sind meine Chakren, was da rumsteht. Das wäre dann das da. Ah, cool. Huch. Guck dir mal. Cool. Ich bin gerade über den Boden geklitten. Ah, ja, okay. Aber ich weiß noch nicht, wie das mit dem Ersetzen und so weiter. Also jetzt momentan habe ich ja noch nicht mehr. So, was wollte ich jetzt machen? Eigentlich habe ich es jetzt erstmal hier. Für heute. Und ich bin auch schon über meine Zeit ein bisschen drüber. Was jetzt nicht ganz so tragisch ist. Aber wir wollten das ja mit dem Projizieren eigentlich noch ausprobieren. Das bin ich. Aber eigentlich mag ich das Outfit. Aber hey, nur mal just for fun. Gucken wir mal. Ich habe da was Neues gekriegt. Nämlich einmal das da. Ah ja, das ist die. Und das da. Oh, das ist gar nicht mal so hässlich. Die Hose ist dazu hässlich. Ja, ja. Okay. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Optimale Ausrüstung anlegen. Zack. Ah, ich trage sie schon. Gut. Bei meinem Oberteil, rechts oben in der Ecke. Das da? Das da? Oberteil? Aber Moment mal. Ah, ich weiß, was du meinst. Das da? Meinst du? Das ist das hier. Ich habe mir ja schon ein paar Sets geholt. Ah, das daneben? Das ist mein Kleidchen. Das hatte ich bei der Party, als ich zum Baguette geladen war. Ich habe mir ein paar hübsche Sachen schon im Shop geholt. Und das werden wir jetzt mal mit der Projektionsplatte ausprobieren. Warte mal, Moment mal. Ha, ha, ha. Jetzt hat. Das muss ich gar nicht im Shop machen, oder? Ah, doch, muss ich im Shop machen. Nicht im Shop, also in meinem Zimmer. Dann gehen wir jetzt mal ins Zimmer und machen noch eine Projektionsplatte. Ich habe mir nämlich ein hübsches Outfit zusammengestellt. Oh, da bin ich falsch. Dass ich mir jetzt eben zu Gemüte führen kann, weil ich ja jetzt Projektionsplatten habe. Ein Outfit kann ich jetzt mir schon zusammenstellen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und das werde ich machen. Ja, ich habe Prismen bekommen, als ich diese Aufgabe gemacht habe. Dafür. Da sind Prismen dabei gewesen. 12 Stück sogar. Und eine Platte. So. Ich hätte gern ein Zimmer. Okay. Also es ist Kostbarkeiten. Kabinett, hast du gesagt? So, Ausrüstung ins Kabinett legen. Inventar. Das heißt, ich soll die ganzen Klamotten da reinlegen? Oder wie? Machen wir erstmal hier. So. Okay, warte mal. Jetzt machen wir erstmal hier. Zack. Ah, deren Aussehen dir besonders gefällt in Projektionen und lege diese in der Projektionskommode ab. Erstelle und speichere deine Lieblingsoutfits auf Projektionsplatten, welche Gegenstände für Projektionen geeignet sind. Symbol rechts, bla bla bla. Ausregenschaft bei der Projektion.
Beachtet, dass der Ausrüstungsgegenstand bei der Umwandlung in eine Projektion verloren geht. Ja, das ist recht. Dann packen wir das jetzt hier alles rein, was ich da gekauft habe. So. Das. Kann ich das auch alles irgendwie ablegen? Naja, okay. Ja, dann machen wir das. Ich habe ja ein bisschen was eingekauft. Ah, da ist nix. Das war aber nicht alles. Hä? Das ist aber nicht alles, was ich eingekauft habe. Wo ist denn das Zeug? Okay, wir werden es schon finden. So. Okay. So, dann wollen wir mal sehen. Wie machen wir das? Bearbeiten. Nee, wo sind denn die Sachen, die ich gekauft habe? So. Ich habe Dinge gekauft, die ich jetzt nicht finde. Hä? Wo sind meine Sachen? Moment. Also ich habe mir hier jede Menge Klamotten gekauft. Hier. Die wollte ich ja jetzt eigentlich gerne ablegen. Das hat ja nicht funktioniert. Ah, okay. So. Und wie lege ich das jetzt hier ab? Es ist die große Frage. Ja. Hat sie? Das ist es nicht. Wie komme ich jetzt darüber? Ah, okay. Ah, ja, okay. Danke. Oh, falscher Knopf! Nein, wieder falsch. Oh, ich bin manchmal doof. Jetzt. Okay. Das packen wir da mal rein. Ja, ja, ist recht. Ja, das glaube ich dir jetzt langsam sogar. Kann das mal kurz hier weggehen? Das nervt mich hier. Ja, ist recht. So. Ja. Okay. Dann hier. Ah! Ah, verstehe. Okay, gut. Dann wollen wir mal. Ja, es geht nicht mehr. Mir sind die Platten ausgegangen.
Aber jetzt kann ich eine Platte bearbeiten. Ach, du bist süß. Ich glaube, es reicht mir jetzt erstmal schon so. Das da hier wollte ich. So. Mal gucken. Nee, nehm das. So, das ist nämlich das Outfit, was ich wollte. Gucken wir mal. Ja, ich sehe gerade nichts. Das sieht doch gut aus. Ja! Da ist nichts. Was ist das? Ringe habe ich nicht. Hüte brauche ich nicht. Waffen habe ich nicht. So! Das ist nämlich das Outfit, was ich anhaben wollte. Weil nämlich die Schuhe, die da eigentlich dabei sind, das sind die da, sind doch unmöglich. So! Das ist nämlich, das passt zu Coraphae wie Faust aufs Auge. Ich habe noch ein paar andere hübsche Oberteile. Also eben hier, ich habe das Kleidchen und das da hier habe ich noch. Ah, da gehört die Hose eigentlich dazu. Jetzt weiß ich, wo die, in die Hose gehört. Gehört dann die Hose hier dazu? Ja, wir nehmen die. Das sieht cool aus. Oder? Das hat was. Jetzt sehe ich wenigstens aus, wie ich aussehen muss. So. Ich glaube, das war's. So. Projektionsplatte anwenden. Ah, deswegen. Okay. So, anwenden. Yeah! Aber die Hose ist doch eigentlich auch cool, oder? Die passt echt gut dazu. Oh, ich bin süß! Moment, das muss ich mir jetzt noch angucken. Jetzt muss ich mal hier... Ah, hier. So, Charakter. Genau. Und jetzt, da gibt es nämlich jetzt noch irgendwie diese Möglichkeit, dass man das beides aus angucken kann. Nee, das ist jetzt nicht. Aber das ist das Outfit, was ich wollte. Jetzt bin ich glücklich. Ich hatte irgendwo gesehen, dass man eben das aktuelle Outfit, also das, was ich jetzt anhabe, und das, was man eigentlich anhätte, sich angucken kann. Ich weiß nicht, ob das nebeneinander geht, aber eben jetzt... Oh, ich bin glücklich! Ich bin süß! Ja. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch erreichen. Jetzt habe ich endlich was an, was mir gefällt. Also ich meine, das, was ich vorher anhatte, war ja auch süß. Auch wenn das eigentlich vom Magier war. Aber das ist jetzt eben das. Ja. Hey, Salu, guck mal, ich habe mich umgezogen. Oh, ich bin glücklich. Schaut mal, ist das? Das passt doch richtig gut jetzt zu Cora. Ach so, okay, ja. Nee, umständlich ist nicht. Also, die Hose, die eigentlich dazugehört, muss mal ganz kurz gucken. Beine, hier. Mikote. Ah, das ist die hier, Beilinge der Nezerdame. Ja, die habe ich jetzt nicht an. Aber ich finde, die weiße Hose mit dem weißen Oberteil sieht super aus. Huch! Alter, jetzt hast du mich aber zu Tode erschreckt. Was soll ich dir geben? Willst du irgendwas haben? Ich habe ja noch nicht viel. Kannst du da was brauchen von? Einfach nehmen oder was? Okay. Ich kann nichts anbieten. Oh, Dankeschön! Oh mein Gott, ich werde hier beschenkt. Oh, ihr seid so süß. Ich bin gleich schon wieder zum Heulen. Oh. Gott, ihr seid so niedlich. Oh Gott, ihr seid so süß, ihr zwei. Wisst ihr das eigentlich? Da muss ich ja gleich mal gucken, ob ich ein Emotikon finde dazu. Erstmal fangen wir damit an, das... Hallo? Würdest du dich jetzt nicht mal verbeugen? Die verbeugt sich nicht. Ah, jetzt verbeugt sie sich. Ah!
Uiuiui, jetzt geht's los. Was tanzt denn die? Ah, das tanzt sie. Oh Gott, ist das süß. Oh je. Ah, ich kann das auch. Ach, ist das süß. Ah, das hatte ich mir überlegt, das zu holen. Wenn das Ding nicht so riesig hier im Bildschirm wäre, wäre das noch richtig süß. Das muss ich auch sehen. Yeah! Salutieren ist cool. Das macht richtig Spaß. Hört mal endlich mal meine Stimme. Alter! Ah, okay. Ah, das war das hier, genau. Ach, süß. Was ist das? Oh, da gibt's ja richtig coole Sachen. Ah, ich schmeiß damit Geld um sich. Das ist richtig lustig, das macht voll Spaß. Oh, Pantomime. Jawohl, machst du gut. Ah, es gibt auch traurige Sachen. Oh, da geht ja schon die nächste ab. Kann man, nee, ich kann gerade die Kameraeinstellung leider nicht geschickt dahin. Oh, hier ist das. Da fällt sie. Ja, weil du umgefallen bist. Das mag ich voll gern, diese Pose. Also das macht richtig Spaß, hier jetzt mit den Emoticons rumzuspielen. Und da kommen Schwerter geflogen. Yeah! Ach Gott, ist das süß. Ich könnte jetzt hier stundenlang irgendwelchen Blödsinn machen. Runterdrücken. Ah! Oh, jetzt ist das Gott. Kriegt das auch wieder kleiner? Hilfe! Kriegt denn das wieder kleiner? Ah, so. Ah! Das hat doch eine coole Größe. Jetzt endlich. Was macht denn die jetzt da? Das ist cool, weil... Das andere war mir eh zu groß. Wieso geht meine in Kampfmodus, wenn ihr mit Kampfmodus anfängt? Ah, automatisch. Ach Gott, ist das cool. Ey, das ist schon lustig. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz der Sinn der Übung, was wir jetzt hier machen. Ui, kommen immer noch mehr heiße Klamotten zum Vorschein. Was ist jetzt los? Ah, Salo macht Salto! Das macht Spaß! Das macht richtig Spaß! Ah, das kann ich gut ironisch. Das ist cool! Oh, das macht richtig Spaß! Ich wiederhole mich! Ja. So wie das aussieht, bleibe ich hier heute hängen. Weil es einfach süß. Jetzt hast du Flügel. Oh. Naja. Wie dem auch sei, ich glaube, hier mache ich für heute Schluss, weil ich komme hier einfach jetzt nicht mehr weg. Das gebe ich jetzt auch ganz ehrlich zu, weil es jetzt gerade lustig ist. Deswegen beende ich den Stream jetzt einfach mal hier und hänge dann noch ein bisschen ab. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und Matti, nicht traurig sein.
Das nächste Mal gehe ich aufs Luftschiff dann und werde diese ganzen Briefe abliefern gehen, damit wir endlich in die goldene Soße zusammen können, okay? Ganz feste versprochen. Morgen spiele ich Dead by Daylight. Das Event noch. Und dann gucken wir mal, wie wir, wann und wie wir das nächste Mal im Final Fantasy landen. Der Chat ist ja jetzt die Tage nicht da, habe ich gehört. Also ist es wahrscheinlich auch nicht gut, wenn ich nochmal eine Zwischensequenz einläute. Ich weiß auch gar nicht, ob ich am Wochenende könnte, weil Freitag und Samstag bin ich im Theater. Also wird es wahrscheinlich hier am Montag weitergehen. Ja, das hat Salu auch schon gesagt. Also, ich sag es da und also. Würde ich sagen. Ja, aber du sollst ja schon was mitkriegen, Chat. Das wäre ja sonst schade. Gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns die Tage. Wir sitzen jetzt hier schön in der Runde. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage dann bis auf weiteres Bussi und Papa. Ich habe meine Füße im Feuer. Das geht jetzt gerade nicht. Da muss ich mal ganz kurz die Pose ändern. Und jetzt sitze ich immer noch im Feuer. Ist schön warm. Also, ciao die Herrschaften. Es war mein inneres Blumenpflücken. Servus Bussi und Papa.